Ist es nicht schön, dass die Stadt endlich wieder aufgebaut wurde? Seht es euch an. Bohnenburg ist wieder in seinem vollen Glanz am Erstrahlen und das sieht richtig toll aus. Und zuletzt waren wir noch im Sternbohnencafé, haben Professor Igitt getroffen, haben von ihm ein paar coole Sachen bekommen, weil wir schon Säfte zubereitet haben. Wir haben hier jetzt unter anderem eine Gierbörse mit Münzplus, erhalte mehr Münzen von Monstern und auch den Bonusring, Erfahrungsplus, Erfahrungsbonus bei Siegen ohne Gegentreffer. Zwei richtig schöne Sachen. Und die Säfte selber erhöhen auch noch unsere Statuswerte so ein bisschen. Und jetzt müssen wir allerdings zur Lachhochschule, weil dort verstecken sich Luke Miller und Krankfried, um zu versuchen, eben mit der Stimme der Prinzessin die Sternbohne zu erwecken. Und dann kann man sich was wünschen. Und das müssen wir natürlich verhindern, weil Luke Miller wird sich wahrscheinlich nichts anderes wünschen als die Weltherrschaft. Und das wäre ganz schön doof. So, Gröltal, Bohnenburg, Lachhochschule. Okay, also wir müssen uns Richtung Süden begeben. Ja, ja, ja. So, hier wieder, ne? Lachhochschule. Alles klar. So, was ist das hier? Da kann zwar Luigi unten durch, aber mal gucken. So, Aktionen. Erdluigi. Zack. Aha. Hups. Ah, cool. Hab gerade ein Tor geöffnet. Stardesigner Karl Auer Modeatelier. Und hier ist schon wieder so ein komischer Buhu-Schalter, den wir noch nicht aktivieren können. Das geht auch erst sehr viel später. Also, diesen Stardesigner, den werden wir irgendwann später auch noch treffen. Aber das hat noch Zeit. So. Das hat noch Zeit, dass wir den, bis wir den mal zu Gesicht bekommen. Ernsthaft? Was seid ihr denn für nervige, blöde Parabinis? Lächerlich seid ihr. Und hässlich natürlich auch. So. Und tschüss. Oh. Was hat denn da? Superpilz. Yeah, 24 Erfahrungspunkte. Dann habe ich gesagt, wenn ich die Gegner besiege, ohne dass sie mir Schaden zufügen, dann kriege ich halt mehr Erfahrungspunkte. Ich weiß es nicht, verdoppelt werden die wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gibt es 10% mehr, ich weiß es gar nicht so genau. Sag mal, du blöder Arschkopf. Was bist denn du hier für ein Vieh? Aber ich glaube, der haben wir eh schon mal bekämpft und... Oh! Wow, wie geil war das denn gerade? Oh, und eine Schlammjeans und eine Ahadia. Wie geil war das denn gerade? Ersten Angriff und sofort platt. Eine Schlammjeans? Klingt ja nicht gerade sehr angenehm, aber geht nur für Luigi. Wo haben wir die denn jetzt? Schlammjeans. Wehrt Angriffe von langsamen Gegnern ab. Geschwindigkeit würde um 6 steigen, aber die Verteidigung um 8 sinken. Nee. Nee, ich bleib bei der Blumenhose. Dank ihnen bist du nämlich direkt nach Mario dran. Ja, das Invino-Gütesiegel ist das, was mir hier die BP immer mal wieder auffüllt. Invino-Gütesiegel stellt BP automatisch wieder her. Das ist halt auch ziemlich praktisch. So. Okay. Also wie gesagt, hier können wir noch gar nichts machen. So. Aber Hauptsache, ich habe schon mal das eine Tor geöffnet. Für später. Für irgendwann später. So. Wachen brauche ich gar nicht anquatschen. Die hat nur so gesagt, ja, man hat uns gesagt, wir sollen euch hier durchlassen. So, Lachhochschule. Oh. Was bist denn du hier für ein komischer Typi? Zack! Oh yeah! Wow, sind sogar zwei! Ein Keim Cooper! Level 11. Okay. Paar-Attacke. Hackgebrüder Plus! Das war exzellent. Und er droppt einen Superpilz. So, Luigi braucht unbedingt noch den Geistesblitz, dass wir endlich mal die Schlagbrüder Plus lernen. Dann muss ich noch ein bisschen öfters exzellent ausführen. Dann kriegt er da auch wieder den Einfall. Ah, könnte man ja auch so machen, ne? Also, Schlagbrüder, kein Cooper. Yeah, exzellent. Aber das reicht noch nicht für den Einfall, den Luigi braucht. Den muss ich noch ein paar Mal öfters benutzen.
schlecht. Hier nochmal, obwohl, nee, habt ihr gesagt, ich soll offscreen das machen, aber komm schon. Die Lachhochschule ist eh gleich da drüben. So, das sind gleich drei. Wenn ich die jetzt alle besiegen könnte, ohne dass die mich treffen, dann geben wir wahrscheinlich hoffentlich viele Erfahrungspunkte. Das wäre super. So, Paar-Attacke. Hackebrüder, Hackebrüder Plus. Das haben wir aber eh schon alles gehabt. Naja. Machen wir Platschbrüder Plus. Und zack. So. Okay. Vergiss jetzt die Schlagwurzel, machen wir die Hopsbrüder Plus, weil ich da zwei Gegner angreifen kann. Hopsbrüder Plus. Yeah. Obergeil. Und das gibt 72 Erfahrungspunkte. Und Luigi kriegt ein Level Up. Super. Es lohnt sich. Yeah, Level 13. Diesmal ist Luigi sogar vor Mario dran. Also hat sich das irgendwie geändert. So, ich habe ja gesagt, ich will die Geschwindigkeit von Luigi noch erhöhen. Der ist mir immer noch viel zu langsam. Geschwindigkeit 37 geht gar nicht. So, komm hier. Geschwindigkeit. Na, plus 1. Ich hasse dich. Blödes Roulette. Das ist teilweise so scheiße, wenn du nur so eine geringe Zahl erwischt. Das scrollt viel zu schnell durch. Ist doch voll dumm. So, warte mal. Da hinten ist noch was. Hier ist ein Block. Und eine Bohne vergraben. Oh, wir haben wieder Musik gefunden. Ob ich da wirklich alle Musikkassetten finden werde, kann ich nicht sagen. Die sind mir jetzt auch nicht so wichtig. Aber die Bohnen sind ganz wichtig. Ich muss halt dann später gucken, dass ich auch auf jeden Fall noch die ganzen anderen Säfte einmal zubereite. Dann kriegen wir noch mehr coole Sachen vom Professor. Und seht mal, wir sind eigentlich schon so gut wie da. Lachhochschule. Ja, Super-Sirup, Geld. Ich habe schon so viele Münzen, ich habe mir immer noch nichts gekauft, weil ich mir dachte, nö, hebe ich mir lieber noch auf. So, Super-Pilz, One-Up-Pilz. Ach, Leute, da ist sie. Da ist sie, die Lachhochschule. Und Glückmillen Krankfried, denen wird das Lachen schon noch vergehen, ja. Hilfe! Rette sich, wer kann! Was zum Teufel war das denn gerade? Vor allem die Musik hier drin, die ist so gruselig. Ihr könnt mir eines glauben, ich werde hier in dieser Lachhochschule einige Parts brauchen, bevor ich Luckmiller finde. Die ist ziemlich groß, die Schule. Hat sehr viele Räume. Was Schulen nun mal so an sich haben. Luckmiller, in diesen heiligen Hallen der Wissenschaft verwandelt den Lehrkörper der Lachhochschule in ekelhafte Monster. Uff. What the fuck? Aber das bist denn du jetzt? Ein Lasersniffit. Level 13. Ist klar. Was ist denn nun mit dem armen Kerlchen passiert? So, jetzt probieren wir es hier nochmal aus. Die Schlagbrüder. Ich will endlich Schlagbrüder Plus können, verdammt. Gibt's doch nicht. Ah, endlich. Es ist soweit. Ja, got it. Ah, endlich Schlagbrüder Plus erlernt. Das wurde auch Zeit. So, und Mario kriegt immer noch kein Level-Up. Willst du mich verarschen? So. Und du erhältst Leichtsprungstiefel. Wir kriegen in diesem Remake teilweise solche geilen Sachen, die es im Original alles gar nicht gab. Was bitte sind Leichtsprungstiefel? Ist das eine Hose oder was ist das? Nee, dann muss das irgendeine andere Art Ausrüstung sein. Ach hier, Leichtsprungstiefel. Für Sprünge unter Einfluss von Schwerkraft oder Leichtkraft oder aber mit Bruder im Gepäck. Naja, ich glaube, ich bleibe trotzdem bei der Gierbörse. Ich meine, Münz Plus, ich meine, je mehr Geld, desto besser. Klingt zwar ganz nett, Leichtsprungstiefel, aber egal. Im Moment, glaube ich, wird mir, ich weiß nicht, ob das jetzt schon wichtig ist. Und bei Luigi, wie gesagt, den Bonusring, ich lasse das lieber noch so, wie es ist. Aber ich glaube, auch sowas gab es im Original gar nicht. Oh, da sehe ich den schönen Boden an. Das sieht jetzt alles so geil aus auf dem 3DS. Und hier sind Spiegel. Das sind Spiegel, also irgendwelche reflektierenden. Für mich sind das halt immer schon Spiegel gewesen, auch im Original.
So, Superpilz, Super Sirup. Ah, ja, stimmt. Ja, genau, hier kommen wir ja noch gar nicht lang. Hier müssen wir dann hin. Lachbohne. Oh, Superpilz. Okay, ich habe wenigstens schon mal eine Barriere deaktiviert. Und hier? Okay, jetzt habe ich hier gerade irgendwas gedreht. Und das Ding hier wird sich später noch öffnen. Da müssen wir dann irgendwie durch. So, okay. Alter, diese gruselige Musik. So, hier ist auch noch zu. Die Musik klingt so richtig dramatisch, unheimlich, bedrohlich. Passt super hin. Und die ganzen Lehrer sind quasi jetzt alle zu diesen Lasershigers geworden. So, jetzt will ich gleich mal ausprobieren, wie funktionieren denn jetzt die Schlagbrüder Plus. Will ich gleich mal wissen. So, Mario, Hammer auf den Lasersniffit. Und Axe. Das, der lebt noch. Unmöglich. So, Paar-Attacke. Schlagbrüder Plus. Drücke B, wenn Luigi den Hammer über seinen Kopf schwingt, um Mario klein zu machen. Drücke A, sobald Klein Mario vom Boden abprallt, um ihm Schwung zu verleihen. Ja, just wenn Luigi Klein Mario mit dem Hammer trifft, drückst du dann B. Mini Mario prallt von getroffenen Gegnern ab. Luigi kann ihn dann erneut wegschlagen. Drücke A, wenn Mario einen Gegner trifft, und B, um erneut zu treffen, wenn er wiederkommt. A, B, A, B. Kannst du den schneller werdenden Rhythmus fünfmal treffen, gibt's ein Exzellent. Alles klar. Schlagbrüder Plus. Wollen wir gleich mal benutzen. Oh. Na toll, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber egal, sonst... Oh mein Gott, he's firing his laser. Wir müssen durch Laserringe springen, ist klar. Natürlich. So, ich will jetzt endlich mal noch einen Leveler für Mario, verdammt. Komm schon. Leveler für Mario. Na endlich. Er hat es. Er hat es. Level 13. Super. Was soll ich jetzt bei Mario erhöhen? Bruderpunkte nochmal. Angriff hat er schon 67, Verteilung 55, Geschwindigkeit haben wir eh schon 50. Wer weiß mal mit dem Bart-Punkte? Da steht er. Bart gibt an, wie üppig und robust ein Schnurrbart ist. Je höher der Wert, desto mehr tolle Treffer sowie Glück beim An- und Verkauf. Ich weiß nicht. Aber Bart ist jetzt nicht so wichtig. Geschwindigkeit habe ich schon 50. Die KP oder doch mal. Was habe ich überhaupt? Naja, da habe ich aber noch 1, 2, 3. Naja, plus 2 BP. BP sind auch wichtig für die ganzen Bruderattacken. Passt schon. So. Wenigstens hat er jetzt auch eher endlich ein Level-Up. Speichern. Ne, noch nicht. Noch lange nicht. Ich kann nicht sagen. Ihhh! Was war das denn gerade? Ach, stimmt, der Die-Viecher gab es ja hier auch. Dr. Mario Easter Egg quasi. Das sind die Viren. Aus Dr. Mario. Und die. Hä? Lol. Das sind schon Toten. Was bist du für ein komisches Ding? Ein Urkolben. Also einfach nur eine brennende Glasflasche oder was? Oh oh. Jetzt ist er heiß. Ich glaube, da sollte man lieber nicht draufspringen. Soll er lieber draufschlagen. So, zerbrich es. Was zur Hölle? Oh oh. Oh oh. Haust du ab. Das Bild im Hintergrund. Hat er das gerade gesehen? Da war so ein komisches Bild. Schade, das sieht man hier jetzt, glaube ich, nicht. Sonnentor? Blöcke-Labor. Was? Sonnentor? The fuck? Moment. Aktion. Erdluigi. Zack. Und ein Böhnchen. Jedes Böhnchen ein Tönchen, ne? So. Aber das ist so geil. Es sind sogar die Viren aus Dr. Mario hier vertreten. Das ist so ein bisschen Easter Egg-mäßig. Ich weiß gar nicht. Erstmal hier. Jetzt geht's eben zum Sonnentor. Alter, wie viele Gegner sind hier? Da kann man natürlich dann super leveln. Na, seht ihr, hier sind überall diese Spiegel. Okay, hier ist zu. Schaltzentrale Sonnentor. Türcode für das Sonnentor. Ah, stimmt, das muss ich mir ja irgendwie notieren. Weil ich mir das wahrscheinlich gar nicht merken kann. Vor allem hier sind zwei Sachen. Und seht mal, hier ist das auch. Das ist das Sonnentor, da kommt dann ein geballter Lichtstrahl raus, wenn ich diese Statuen richtig mit dem Hammer schlage, entweder eben auf blau oder auf rot, und zwar genauso, wie es mir da vorhin angezeigt wurde. Jetzt muss ich aber
Ich glaube, ich werde erstmal hier diese Typen werde ich jetzt erstmal trotzdem wegmachen, weil die nerven. Da kann ich nicht in Ruhe mir den Code angucken. Und oh! Was zum... Was war das denn? Ist das ein neuer Gegner? Das ist doch ein Robo-Cooper. Level 16. So, Hackgebrüder plus. So, exzellent und yeah. Eine Nuss gibt's dafür. So. Schlagbruder plus. Yeah, das war gerade geil. Die können so viele coole Sachen. 80 Erfahrungspunkte, obergeil. Also ihr seht, wie sehr sich das lohnt, jetzt hier die ganzen Gegner anzugreifen, zu besiegen. Die geben schön viele Erfahrungspunkte. Jetzt überhaupt mit dem Bonusring. Oh mein Gott, was bist denn du da hinten? Wow, ganz ruhig, Schiebepad, ganz ruhig. Was ist das denn hier für ein komischer... Yo, ich hab für das Sweat, ne? Yo, yo, was geht, was geht? Ich zeig dir gleich, was geht. Ich zeig dir gleich hier die Hackebrüder hier, oder? Den normalen Hackebrüder geht doch auch. Es ist ein Jojo-Bruder. Ich yo dir gleich eine. Na, wie schmeckt dir das, hä? 40 Punkte und er lebt noch? Ernsthaft? Okay, dann probieren wir mal hier die Hops-Brüder Plus aus. Da können wir wieder zwei Gegner gleichzeitig angreifen. Die Lasersniffits am besten. Let's go! 1, 2, 3 und 4. Das lob ich mir. So, oh mein Gott, was macht er? Ja gut, das ist ja leicht. Er hat ein rotes und ein Arschloch. Voll daneben gesprungen. Er hat ein rotes und ein grünes Jojo, je nachdem welches er als gerade. Mit dem roten greift er mal Mario, mit dem grünen mal Luigi. Das kann man sich ja leicht merken. Verdammter Mistkerl, der hat ja vorhin in den Laserring reingesprungen. Jetzt kriege ich natürlich den Bonus nicht mehr, aber ist doch auch egal. So, machen wir nochmal die Hackebrüder auf den Jojo-Bruder. So, check mal diese Moves! Yeah! Und tot. Oh yeah! Und weil es so schön war, natürlich jetzt nochmal die Hops-Brüder Plus, bitte! Und das war's. Superpilz und Superpilz. Und 61 Erfahrungspunkte. Das reicht noch nicht für Leveler für Luigi, aber was soll's. So, jetzt habe ich hier wenigstens mal Ruhe. Das Blöde ist nur, warum werden mir eigentlich zwei Sachen angezeigt? Hier, Türcode für das Sonnentor. So und so. Seht ihr, da sieht man, dass sich das so ein bisschen verändert. Bei dem ersten, ich muss immer mal kurz gucken. In der Mitte sind dann drei rote und ein blaues. Okay, das ist quasi das erste, glaube ich, so wie es jetzt ist. Und das zweite ist so, wie es dann sein soll. Ja, so ist es jetzt. Und so muss es dann sein. Und das muss ich mir jetzt notieren, weil das kann ich mir nicht merken. Im Leben nicht. Da brauche ich jetzt mal ganz kurz. Ich glaube, zum Glück habe ich hier so ein ganz kleines Stückchen Papier. Nehme ich mir einfach mal zwei Buntstifte. Nö, das habe ich damals im Original auch so gemacht. Das gebe ich zu, dass ich das so nicht wirklich kann. Ich habe jetzt einfach hier so einen roten und so einen blauen. Habe ich sogar dabei. Praktisch, weil man den ganzen Schreibtisch voller Stifte hat, die man eigentlich nie benutzt. So, also ich muss mir das jetzt... Das ist halt wichtig. So, rot und rot. Und dann etwas weiter entfernt, so aus dem blau-blau. Dann einmal rot. Wie soll ich mir das bitte merken? Es ist hier rot, dann einmal blau. Und dann wieder zweimal rot, rot, rot. Unten auch einmal rot. Daneben wieder einmal blau. Und dann wieder zwei rot. So. Das soll jetzt eigentlich passen. Jetzt habe ich mir das hier mal aufgemalt. Kann ja jeder selber sich so eine kleine Hilfe machen. Meine Güte, das ist jetzt nicht verboten. Das ist ja kein Cheaten oder sowas. So, es geht ja nur darum, dass das richtig eingefärbt ist. Also, ich fange mal hier oben an. Also, hier müssen beide rot sein. Und hier rechts beide blau. So. Dann hier, das linke ist schon rot. Das muss blau sein. Und hier müssen beide rot sein. Und in der untersten Reihe muss das hier rot sein und das hier blau. Und hier beide rot. So.
Jawohl, es hat geklappt. Richtig super. Und jetzt müssen wir natürlich diesen Lichtstrahl noch ein paar Mal umlenken, aber die Spiegel lassen sich nur drehen, wenn wir in die jeweiligen Kontrollräume reingehen und da drin halt irgendwas machen. So. Die ganzen Gegner sind natürlich jetzt gerade super lästig. Was ist das nochmal für ein Quatsch? Ah, stimmt ja. Da wird der Block immer hin und her geschickt und ich muss immer wieder rechtzeitig gegenspringen, dass ich ihn nicht verpasse. Der bewegt sich natürlich immer schneller und schneller dann hin und her. Und irgendwann werde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr erwischen können. Ja, wird schon schneller. So, komm, 20 schaffe ich doch, oder? Nicht. Na dann fick dich. Ist mir auch egal. Das ist eh nur für Geld. So, ui. Oh. Oh, 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 oh. Leute, Leute, Leute. Nein, 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 nein. Das machen wir im nächsten Part. Den Part werde ich jetzt mal zu Sicherheit lieber beenden. Deswegen ist es auch praktischerweise hier ein Speicheralbum. Dann lassen wir das mal lieber. Also ihr seht, in der Lachhochschule erwartet mich noch so einiges. Und ich glaube, ich werde diesmal wirklich mal die Gelegenheit nutzen, offscreen endlich mal noch ein bisschen mehr zu leveln. Ich fühle mich mit Level 13 auch immer noch ein bisschen zu schwach für das, was noch so kommt. Werde ich offscreen doch ein bisschen Level geben, würde ich sagen. Also, recht herzlich wieder danke fürs Zusehen. Und im nächsten Part gibt es dann richtig fette Action hier wieder in der Lachhochschule mit Mario und Luigi. Tschüss!